Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelbe Edition Part 80. Ich weiß, welchen Part wir haben. Wow. Wir haben im letzten Part Bruno und Lorelei besiegt. Und jetzt, ich habe endlich mal mein Team umgestellt. Dafür möchte ich jetzt bitte ganz, ganz viel Respekt und Freude und Blub. Machen wir uns an die nächsten zwei der Top 4 ran. Und zwar möchte ich noch davor, da ich natürlich weiß, wer mich erwartet, Sordi heilen. Und sichern, denn ich habe letzte Part nicht gesichert und nicht sichern nicht gut. Und wir haben das Spiel gespeichert. Weiter! Okay. Sorry. Es hat mich so übermannt. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Wichtig, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Dum, 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 dum. Agathe möchte kämpfen. Agathe setzt Gengar ein. Bam, bam. Und deswegen sorry, denn ob Psychstrahl reicht? Nee, aber... Delegator. Es ist fast tot. Wow. Ja, jetzt gibt's ihm den Supertrank und jetzt bin ich mit dem Psystrahl kaputt. Woo, so much. Wow. Why? Okay, Gengar wurde besiegt. Sordi bekommt EP und Golbat wird in den Kampf geschickt und... Los, Stein! Sei mal nützlich! Man glaubt es kaum, aber ich will dich nützlich haben. Und zwar benutzen wir Steinwurf, denn Steinwurf Schaden macht. Nachdem wir ausgesaugt wurden. Wie saugt man einen Stein aus? Ich stelle mir gerade vor, wie... Stellt euch mal einen Vampir vor, der in so einen Kieselstein oder in irgendeinen Stein reinbeißt. Der müsste doch eigentlich sich die Zähne dabei kaputt machen. Ich denke mir blöde Sachen aus. Unglaublich, meine Damen und Herren, unglaublich! Jetzt kommt natürlich ihr Apollo 16. Oh Gott. Entschuldigung. Achtung, schlechte Witze-Alarm! Und ich finde, Apollo sieht in der ersten Generation einfach nur geil aus. Besser geht's eigentlich kaum als so. Und die Apollo 16 Mission umgebracht. Ne, das war Apollo 13, ne? Ach, was weiß ich denn? Ich bin doch nur ein Idiot, der Videos für YouTube macht. Ah, Bock ist auch ein Gift-Pokémon, also kann ich drin halten. Wow! Okay, Arbok ist mir ein bisschen zu hoch vom Level. Dum, 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 dum. Und ihr Gengar. Ich glaube, da kann ich jetzt auch einfach mal die letzte Psychokinese wieso die letzte? Eine meiner fünf letzten Psychokinesen rausprügeln. Genau das wollte ich sagen. Noch ein Volltreffer. Ich habe aber echt Glück mit den Crits. Und Gengar wurde besiegt. Bam, bam. Sordi erreicht Level 57. Und wichtig besiegt Agathe. Wirklich, du bist ein ganz besonderes Kind. Wichtig gewinnt Geld. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte.
stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Was wäre klug, Pikachu wäre klug, jetzt vorne zu haben. Bam, 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 bam. Ich hab's in der Nase gejuckt. Mich juckt's eigentlich immer noch. Ich hab mich nicht richtig kratzen können. Heil dem Nicht-Kratzen-Könner! Ach, jetzt habe ich mich gekratzt. Jetzt fühle ich mich wohl. Ja, und jetzt können wir den vierten der Top 4 herausfordern. Und es ist Dracula! Nein. Ich habe bereits von dir gehört. Wichtig. Ich bin Siegfried. Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga. Hier! Wichtig. Oh mein Gott, es ist gar nicht Dracula, es ist Siegfried. Mit einem Garados. Donner! Okay, es hat funktioniert. Einfach nur brüllen und es funktioniert. So geht es, meine Damen und Herren. So macht Spaß. Garados wurde besiegt! Pikachu bekommt EP. Dragonier? Ja, da weg. Ich weiß gar nicht. Oh Gott. Jetzt kann's ganz, ganz böse für mich enden. Dun, 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 dun. Komm schon, Mai. Ich zähle auf dich. Ja, Mai! Volltreffer! Ich hab so ein Glück mit den Crits. Unglaublich. Und noch ein Dragonier. Ich weiß immer noch nicht, welche Dragoniers das sind. Ich gehe davon aus, dass das Donnerblitz-Dönerwelle-Dragonier war. Was kommt jetzt? Aerodactyl, Aerodactyl. Doch, ja, kann ich meinen draußen lassen. Oh, Aerodactyl schneller als mehr. Okay, was hätte ich auch anderes erwartet? Aerodactyl ist ein Flug-Pokémon! Und tot. Yay! Sehr effektiv. Und Dragoran! Drago! Das Oran! Oh, verdammt! Mai, komm schon! Komm schon! Oh yeah! Mai, auf dich kann man zählen! Wunderbar, danke! Dragoran wurde besiegt! EP! Schlusssatz! Es ist vorbei. Unfassbar! Du bist wahrlich ein Pokémon-Meister! Wichtig gewinnt sehr viel Geld! Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, wichtig. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es. Aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist Gary. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. Dum, 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 dum. Spannung! Ein letzter epischer Kampf zwischen Gary Eich und Wichtig Ketchum. Ich habe eigentlich keinen Nachnamen. Aber es klingt epischer.
Go-Stein! Ich habe jetzt keine Ahnung, was für Pokémon er einsetzt. Dafür ist es jetzt wirklich zu lange her. Das wird jetzt ganz, ganz lustig. Auf sie! Beziehungsweise... Doch auf sie! Ihn und seine Pokémon! Mitgebrüllt! Hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, wichtig. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das! Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Wichtig. Weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt. Nein! Oh, epische Musik. Gänsehaut. Scheiße. Gut, da ist Pikachu jetzt eine denkbar schlechte Wahl. Kratzfu, ich hätte jetzt eigentlich eher mit einer Bodenattacke gerechnet. Er hat prediktet, dass ich wechsle. Es hat KI. Schlitz! Kacke, scheiße, ist ja 97%ige Volltrefferquote. Nein! Ich habe jetzt eigentlich gerechnet, dass der RNG mich vergiftet. Bin ich ganz ehrlich. Okay, Vielfachschwäche kann Sinn da mal nichts entgegenwirken. Boah, die Musik ist so episch. Oh. Simsala. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Was kann denn Simsala? Ach, es kann keinem Erdbeben standhalten. So viel ist sicher. Psystrahl. Oh Gott. Ich hoffe mal, dass es kein Erdbeben standhalten kann. Simsala hat zwar eine total schlechte Verteidigung, aber es ist immer ein 4 Level über mir. Well, fuck. Er benutzt einen Trank. Nein, benutze nicht! Gary, fool you! Oh, dang it. Okay, Boss mit dem Ruckzuck-Keep. Das müsste reichen. Ja, es reicht. Es reicht. Kokowai. Kokowai ist Pflanze. Gift oder Pflanze? Psycho. Es ist Pflanze. Okay, Boss ist immer noch schneller. Nein! Stampfer? Ist das eine Kampfattacke? Ich bin mir da ehrlich nicht mehr sicher. Oder es war normal. Kann auch sein. Es war so klar. Okay, wo habe ich's? Da, Aufwecker. Auf Boss. Boss ist aufgewacht! Ach wirklich? Gary, komm schon! Ich werde getrollt! Nein! Stop it! Danke. Dup, 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 dup. Ha! Ha ha ha! Haha! Ausgehypnotisiert hat es sich jetzt hier. Tun. Und noch ein Level abgefarmt. Wuhu! Magneton. Steil gibt es noch nicht, es ist nur Elektro.
Und es gibt keine Fähigkeiten, also kann ich mit Erdbeben von Nidoking da kaputt machen. Dum, 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 dum. Erdbeben! Ich bin so froh, dass es in der ersten Generation noch keine Fähigkeiten gibt. Da kann man ein Pokémon, was später Schwebe hat, noch besiegen mit Bodenattacken. Ein Austausch, okay, ja, dafür habe ich nämlich... Oh Gott, ich dachte gerade, Pikachu wäre unter den Toten. Puh. Noch alles in Ordnung, meine Damen und Herren, es ist noch nichts vorbei. Döner! Take it! Verdammt mich. Oh Gott, Dornkanone. Töte mich! Denn du kannst es ja nicht anders. Oh. Döner Schock. Sehr effektiv. Und Level up. Okay, Flamara. Nidoking kann Surfer. Der Kampf ging jetzt... Wow. Wirklich? 65? Und trotzdem langsamer. Warte, was? Das hat ihm nur so wenig abgezogen? Benutze ich ein Erdbeben. Danke. Danke, 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 danke. Es hat mir Spaß gemacht, für sie ein LP zu machen. Nidoking erhält EP. Und wichtig besiegt Gary. Nein! Das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden? Das ist nicht fair! Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht! Denn ich bin Mimimi! Oh yeah! Champion, yeah! Ich bin Champion und du nicht. Ich bin besser. Seit Spielbeginn bin ich das. Yeah. Du bist so schlecht, ich hab dich besiegt mit Pokémon, die total unterlevelt sind. Und jetzt kommt Prof. Eich mit langsam mehr Musik. Okay, es reicht, es reicht. Ich habe euch genug die Ohren zum Bluten gebracht. Wichtig! Ich finde, das sieht aus, als ob der eine Monobrauer hätte. So, mal ganz kurz angemerkt. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Wichtig, du bist schon viel erfahrener. Gary, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. Gary, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Wichtig!
Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine deiner... alleine dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Wichtig, folge mir. Aber Opa, nein! Ei, jetzt lese ich seinen Namen auch noch vor. Herzlichen Glückwunsch, wichtig. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Wichtig, du hast hart gekämpft und die Herausforderung der Pokémon-Liga bestanden. Wichtig, du bist gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Pikachu, Level 56, Typ 1 Elektro, Ruhmeshalle. Mai, Level 55, Typ 1 Wasser, Typ 2 Eis, Ruhmeshalle. Boss, Level 56, Typ 1 Normalen, Typ 2 Flug, Ruhmeshalle. Stein, Level 55, Typ 1 Gestein, Typ 2 Boden, Ruhmeshalle. Sordi, Level 57, Typ 1, Psycho, Ruhmeshalle. Nur als Kadabra. Nidoking, Level 56, Typ 1, Gift, Typ 2, Boden, Ruhmeshalle. Wichtig, Spielzeit 35 Stunden, 42 Minuten. Ich habe sehr lange grindet. Geld, ganz viel. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hole dir bei meinem Gehilfen den EP-Teiler ab. Ich hab den EP-Teiler doch schon abgeholt. Pokémon-Gabedition Mitwirkende! Leitung Satoshi Tajiri. Programmierer Takenori Ota. Zu viele Namen und zu schnell durchgescrollt. Ich danke euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, über drei Mikrofone hinweg. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Denn ich hab ja noch gesagt, ich mach die Pokédex voll und da muss ich noch ein paar Pokémon fangen. Aber... das werde ich höchstwahrscheinlich als Stream machen und dann als beschleunigtes Video hochladen. Denn es ist langwierig und langweilig, Pokémon zu fangen, nur die gesamte Zeit. Ja. Jetzt haben wir uns über 80 Parts hier lang gequält und haben es geschafft. Wir sind die Champions der Ruhmeshalle. Der Pokémon-Liga. Egal, ich bin jetzt Champion, ich darf verpeilt sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Fekta für den Hintergrund. Ich bedanke mich bei Errol für die Thumbnails der ersten 40 Parts, meine ich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich an alle, die mir gesagt haben, dass ich einen Job mache. Ob jetzt gut oder schlecht ist, ist jetzt egal. Und ich freue mich, dass ich dieses Projekt nach 2 Jahren endlich beendet habe. Ich habe 2012 damit angefangen und jetzt beendet. Und ich freue mich, wenn ihr auf weiteren Projekten von mir nachschauen, wenn ihr mich... Moment, ich darf noch failen am Ende. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet bei diesem Projekt. Und wenn dieses Projekt euch gefallen hat, könnt ihr mich ja abonnieren. Ich habe noch weitere LP-Projekte vorher, zudem mit diesem Mikro. Das bedeutet, falls ihr es wirklich geschafft habt, euch durch die 80 Parts zu quälen mit diesen ganzen schlechten Mikro-Quali-Parts und euch denkt, Mann, der Typ ist ja irgendwie doch sympathisch. Hat mir Spaß gemacht für euch. Ja, für die, die sagen, ich bin sympathisch, hat mir Spaß gemacht. Für die, die sagen, das ist voll der Idiot, dann kann ich nur sagen, okay, ich bin ein Idiot. Ja. Danke fürs Zuschauen dieses Projektes. Es wird höchstwahrscheinlich keinen synchronisierten Part mehr geben. Also nur eine Vorspule. Also, ich hoffe, das Let's Play hatte euch gefallen. Ich freue mich, wenn wir uns in einem nächsten LP wiedersehen. Und... bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder meine Stimme hört. Bis dahin und tschö.